Und da sind wir wieder zurück beim schlechtesten Nasslocker der Welt. Ich weiß nicht, ob es Pech ist oder ob ich einfach super schlecht bin. Schreibt es gerne mal rein. Wir können neue Pokémon aussuchen. Wir haben ein Trassler zur Auswahl. Wir haben zur Auswahl wieder Seeper. Von dem wir wissen, dass es auf jeden Fall Blubber hat, schon mal zu Beginn. Ein Kindwurm. Gut, großer Drachenfreund. Ich nehme Kindwurm. Kriegt auch einen Spitznamen. Oh, Drache und weiblich. Oh, fuck. Männlich hätte ich gehabt. Weiblich. Oh, Gott. Ein weiblicher Drache. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Probleme. Hat Xia Li nicht einen Drachen als... Nehmen wir einfach Xia. So. Ich weiß, Kindwurm braucht unglaublich viel Erfahrungspunkte, um zu leveln. Ich hoffe trotzdem... Ich guck mal, wie das reinhaut. Das ist unser Lauf hier. Das ist unser Run. Ja. So. Wir schaffen das. Nidorina, ach guck mal. Das ist doch was. Ja, okay. Nidorina, ja. Das schaffen wir. Gewaldro. Wir flüchten. Gewaldro natürlich auch eine coole Option einfach. Gut. Nuzlocke hat an der Stelle noch nicht angefangen. Ja, ich kann es nur wiederholen. War jetzt einfach unglücklich. Ich habe den Trank schon wieder nicht geholt, ne? Aus dem... Na, egal. Wie gesagt, ist jetzt im... Anfang oder am Anfang, bis wir Bälle haben, eh erstmal egal. Deswegen marschiere ich jetzt auch einfach erstmal durch. Da laufe ich vielleicht weg, weil ich nicht unbedingt Bock drauf habe, nochmal hier vergiftet anzukommen. Gehen wir auch schon mal heilen. So. Auch nicht schlecht. Gibt auch ordentlich Erfahrungspunkte. Galopper nehme ich eigentlich auch, also würde ich theoretisch auch nehmen. Gar kein Thema. Müssen wir halt erstmal gucken, was das genau wird. So, wir holen uns natürlich wieder die Karte, gehen dann nochmal zur Mutter, um uns nochmal heilen zu lassen. Sorry. Ich weiß nicht, ob man merkt, dass ich es ein bisschen eilig habe gerade. Okay. Welches Pokémon kriegen wir? Ich versuch's mal hier drüben in dem Busch zu fangen. Ein Rizeros. Alter. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wird das hier etwa unser Lauf? Es bleibt auch noch First Try drin. Weibliches Rizeros. Habe ich sogar direkt auch schon einen Namen für. Reimt sich zufällig sogar mit unserem jetzt aktuell schon bestehenden.
Ist halt weiblich. Bei Wrestlerinnen ist es immer so, Ist halt selten, wenn da mal welche groß und stämmig sind. Aber ich glaube, Naya passt ganz gut. Und mir ist jetzt in dem Moment mal aufgefallen, es gibt natürlich auch noch andere Wrestling-Companies außer der WWE. Ich benutze gerade irgendwie nur WWE-Namen ständig. Auch in den letzten, Man könnte vielleicht mal über den Tellerrand hinausschauen. Danke. Ganz ehrlich, ich habe Angst vor der Vergiftung. Und deswegen renne ich weg. Ich habe wirklich Angst, nochmal vergiftet zu werden, gerade. Ich meine, noch würden wir es nach Hause schaffen wahrscheinlich, aber... Man muss es ja nicht riskieren. Alles klar. Ein gutes Moveset auf jeden Fall, möchte ich mal behaupten. Also, einfach nur gut, weil es schon 4 Moves sind. Auch wenn alles halt normal ist, aber... Ist schon okay. Ja, und dann könnt ihr jetzt gerne mal an der Stelle hier ganz kurz mal pausieren und mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn glaubt, was uns auf Route 22 wieder erwartet. Wird es wieder ein legendäres Pokémon? Oder wird es einfach etwas... super komisches? Vielleicht sogar so ein Run-Killer oder so. Und warum haben wir so ein... Was ist das eigentlich für eine komische, weirde Zahl? An, wieso haben wir 32... Also, 30 wäre ja noch okay, aber woher kommt die 2? Haben wir irgendwo noch eine alte Jacke gefunden oder so? So, Pokémon, Naya ist vorne, genau. Ich mach die Augen zu. Ich versuch's wieder am Schrei. Das war ein langer Schrei. Kann mir das irgendjemand erklären? Kann mir irgendjemand erklären, wie das passieren kann, dass Route 22 ständig Legendaries hat? Wie geht das? Wenn wir jetzt noch einen Lavados kriegen, ne? Ich dreh durch, wirklich. Im positiven Sinne. Im positivsten Sinne. Okay. Ich spam jetzt einfach Bälle. Vielleicht noch bis wir 3 über. Also 7 Bälle mache ich noch. Weil wir auch noch welche zum Fangen später brauchen. Alter. Gut, vielleicht sollten wir jetzt mal heilen. Ich weiß nicht, wie ich da gerade drauf komme, aber... Könnte vielleicht nicht schlecht sein. Halt. Wir können auf 2 Routen dann noch fangen, ne? Beziehungsweise Route 2 und im Vertania-Wald. Vielleicht lasse ich 5 Bälle über. Na, die Fangquote ist hier... Oder Fangrate, je nachdem. Wie man es genau nennen möchte, ist hier nicht so geil, wie man merkt. Mit einem normalen Pokéball vor allem. Okay, letzter Ball.
Okay. Gar kein Thema. Das bisschen Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Aber jetzt mal ernsthaft. Wieso Legendaries? Auf dieser Route? Ich versteh's nicht. Forstel Cup, klar. Kann man auch mal machen. Also ehrlich gesagt, Forstelka wäre schon ein Pokémon, auf das ich auch Bock hätte. Gut, dann gehen wir jetzt auf Route 2. Route 22 ist damit tot. Aber bei einem Lavados so, ja, ist okay. Hallo Kane. Tschüss, Kane. Natürlich musste jetzt ein Volltreffer kommen. Natürlich. Damit ist doch Route 2 tot, aber wir können trainieren. Fuck. Also, wenn man das jetzt... Oh nein, oh Gott, Runkiller. Tschüss. Wenn man das jetzt mal weiterspinnt... oder gesponnen hätte, in dem Falle mit Brutalanda und Glumanda am Ende. Oh, Camerupt! Oh, wie geil! Das ist eigentlich auch so ein gutes Pokémon. Mag ich unglaublich gerne. Na, oh. Alter. Alter. Wir sind zuerst dran. Nein! Oh Gott. Okay, okay, okay. Alter. Mach das nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tritt drauf. Puh. Kommt der damit eine Intensität an, Alter? Natürlich. Klar. Holy. Ja. Doppelteilen hält besser. Okay, also mit dem Stampfer muss ich aufpassen. Der crittet sehr gerne. Dann können wir jetzt im Vertania-Wald nochmal neu fangen. Und oben nochmal das Item holen. Was auch immer das nochmal war. Das ein Pokéball? Ich weiß es nicht. Dürfen wir? Stulunia dürfen wir? Das war im anderen Run gerade. Wir dürfen Stulunia fangen. Ich weiß nicht, ob Stampfer zu krass ist. Okay. Das war ein Volltreffer. Okay, wir stampfen. Mhm. Das heißt, wir haben hier wieder... Jetzt haben wir es männlich, ne? Jetzt haben wir das männliche Stulunia. Männlicher Dickschädel. Man könnte jetzt wieder mit der Samoana... mit den Samoanern... arbeiten, mit einem samoanischen Namen. Also, mit dem samoanischen Wrestler. Ich nenne ihn jetzt einfach Joe. Samoa Joe. Wenn wir schon an Samoaner denken.
Nice. Und hier haben wir noch einen Pokéball. Wenn man sich so überlegt, vielleicht gar nicht mal so ein schlechtes Team. Wenn's so bleibt. Natürlich. Ist die Liste schon wieder aus? Ja, uns fehlt natürlich wirklich noch Wasser oder Pflanze oder so. Aber ich glaube, das ist erstmal schon eine Gruppe an Pokémon hier, mit denen wir tatsächlich ganz gut durchkommen könnten. Auch in der Arena dann. Solange jetzt natürlich keiner der Trainer hier im Wald uns irgendwie wieder ein Legendary entgegenwirft. Ich meine, was wäre uns gerade... Oder was würde uns gerade super gefährlich werden? Eis? Pflanze? Wasser? Ich glaube, das wär's gerade, ne? Oh, und Boden. Boden. Für... Naja. Okay. Ich mache jetzt mal so Hälfte Gras, Hälfte Trainer. Oh. Ja, da können wir jetzt mal stampfen. Dachte sich auch gerade einer der Nachbarn und hat einfach mal ganz laut die Tür zugemacht. War es natürlich kein Stampfen, ist, ihr wisst was, ne? Geräuschmäßig klang das jetzt sehr ähnlich. So, tschüss Razaf. Also wirklich, so schlecht wie die anderen Saves gerade liefen, so gut gefällt es mir jetzt gerade. So, Baldur, was hast du dabei? Ein Tangela. Mhm. Pflanze, was uns gefährlich werden kann. Wir versuchen es trotzdem mit einer Hornattacke. Dann mit dem Furienschlag, der mehrfach trifft. In unserem Falle sogar fünfmal. Das zweite Mal schon, dass es fünfmal trifft. Das ist eine gute Ausbeute. Ach komm. Dann tritt halt drauf. Okay. Omod. Ja, ich werde mal jetzt wechseln auf Joe. Und dann sofort wechseln auf Saya. Komm mir hier nicht schon wieder mit Aussetzer an. Vielleicht hast du noch Konfusion. Oder einen Superschall. Der aber auch nicht trifft. Aber es interessiert nicht. Es ist uns komplett egal. Es ist uns nicht egal. So, nicht mehr verwehrt. Beiß ihn weg. Beißen. Weg. Beißen. Sehr gut. Ja, Raupi hat es nicht geschafft. Mal wieder. Ich bin gerade trotzdem sehr erleichtert, muss ich sagen, wie unser Team aussieht. Also, natürlich mit einem Lavados
Und oder einem Glumanda wäre es natürlich nochmal doppelt so cool. Aber man kann halt nicht alles haben, ne? Oh, ein Porygon. Porygon tatsächlich gar nicht so verkehrt für Nuzlocke. Da habe ich schon. Also, ich hatte schon eine Nuzlocke, da war ein Porygon tatsächlich der MVP am Ende. Most valuable Porygon. So, dich haben wir schon besiegt. Ich laufe jetzt auch einfach durchs hohe Gras. Ist mir komplett egal. Hallo, Razav. Dich trete ich wieder weg. Apropos wegtreten. Tschüss, Naja. So eine Scheiße. Ja, war super. Weißt du, da freust du dich einmal, dass es gerade läuft. Einmal freust du dich. Das heißt, wir haben wirklich schon eins unserer besten Pokémon verloren. Wir eröffnen dann also die Ripbox. Heilen natürlich trotzdem nochmal. Mit einem Fußkick, ey, es ist. Ach halt. Natürlich umbenennen in RIP. So eine Scheiße. Habe ich jetzt aber auch leider nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir einfach aus dem Leben getreten werden. War ja auch noch ein Volltreffer. Es war sehr effektiv und ein Volltreffer. Also, aber an Kampf habe ich ehrlich gesagt auch trotzdem nicht, also so gar nicht gedacht. Aber natürlich, es ist ein Gesteins-Pokémon, was erwarte ich? Stulunia wird genauso Probleme haben mit Kampf. Okay. Ineko. Ich habe mit deinem großen. Jetzt weiß ich gar nicht, war das männliches Inekoro oder ein weibliches? Habe ich auf jeden Fall auch schon Bekanntschaft machen dürfen. War super nervig. Yugong. Fuck. Ich bleib mal drin. Weil, ne? Effektiv auf jeden Fall gegen Stulunia. Und ich hätte gern schon den. Ja. Eissturm. Ach komm. Ach komm.
Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich komme jetzt nicht mal mehr bis zur ersten Arena. Das waren jetzt 3 Saves, die einfach verballert sind. Also, 3 Neuanfänge, die einfach verballert sind. Wir sind jetzt in Folge 4, 5 und sind nicht aus Marmoria raus und haben in Pokémon Schwarz noch nicht mal die Arena gesehen. Wie habe ich es mal gesagt? Es muss wirklich wehtun, bei mir Zuschauer zu sein. Ey, da kommt so ein Yugong. Es kann... Ja, gut. Ich werde nochmal ins Trainingslager wahrscheinlich. Und dann spiele ich beim nächsten Mal auf jeden Fall das beste Pokémon meines Lebens. Hoffentlich.